langen Arm entspannt an deinem Ruhepunkt. Dann kreuzt man in die auch noch sehr gute Tasche vor der Kux. Legt sich rein, schaut nochmal, nimmt schon mal ein bisschen das Loch, muss aber eigentlich noch gar nicht festhalten, weil man ja rechts einen richtig guten Griff. Haut dann da den Hook rein, zack, gelähmt. Steigt links bis hoch, das kann ich jetzt nicht, weil ich am Boden stehe. Kreuzt dann in dieses Loch, sortiert ein, es ist sehr wichtig, dass es wirklich sauber einsortiert ist. Und dann dreht man ein bisschen die Hand unten, dass man besser die Position auflösen kann. Läuft durch, tauscht die Füße, geht erst hoch, Zeigefingerloch, Fuß hoch, Körper ansetzen und dann der Kruxdruck. Schöner Fels, ganz natürliche Linie, unten tolle Big Moves an ziemlich guten Griffen, ziemlich vielen Schüttelpunkten und eigentlich auch nicht so besonders schwer, vielleicht 8er Plus und dann oben raus ein 8A, 8er Plus, zwei Finger Loch Boulder, der dann noch einiges abverlangt, unter anderem auch einiges an Haut. Im Endeffekt von einem guten, sehr guten Ruhepunkt aus in einen riesigen Henkel zu kreuzen, also das ist noch nicht die Kux, sondern so fängt sie an, und von dort zieht man dann in einen Ein- oder je nach Fingergröße zwei Fingerstecker, legt einen Hook dazu, kreuzt dann auf ein ganz gutes Zweifingerloch eigentlich, tauscht komplett, wechselt komplett die Seite mit den Füßen, hockt ziemlich hoch an und schießt nach Möglichkeit mit nur einem Zwischengriff in ein Zweifingerloch, was man dann je nach Grip möglichst schön einsortiert und herballert. Und dann ein weiterer Art Schnapper in einen kleinen Zweifingersteller, wo man auch auf jeden Fall noch abfliegen kann im Durchstieg, was mir auch zweimal passiert ist. Und dann noch zwei, drei Züge, bei denen man auch noch abgehen kann zum Rausgehen. Und dann hat man die Kette schon in der Hand. Das ist wirklich der Abschluss der Route.
Uah.